Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt die Map Halling-Petrus an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Otti Pedlerle und Nope82, die als No-Modding agieren. Gibt es neben PC/Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht ein paar zusätzliche Mods, 14 Stück insgesamt, um auf der Karte spielen zu können. Sind allerdings alle Mod-Hub enthalten. Sprich, einfach Karte runterladen, den Mod-Hub den Rest machen lassen und Spaß haben. Für PC-Spieler /Mac-Spieler noch interessant, ihr könnt hier das Manure-System mit benutzen. Das ist für euch exklusiv, weil geht ja logischerweise auf der Konsole nicht mehr dazu. Ist aber auch nochmal separat beim Download mit verlinkt. Nun, die Halling Petrus sind Inseln im Endeffekt. Ich habe jetzt mal das bei Google eingegeben, habe da jetzt per se, kann sein, dass es jetzt fiktiv ist. Es wird mir zwar irgendwas oben Richtung Nordsee da angezeigt, aber die hießen irgendwie anders. Aber ja, ist soweit zwei Inseln, wie ihr seht, die miteinander verbunden sind, mitten halt dementsprechend im Meer. Und diese Karte hat Funktionen bzw. Aktivitäten oder Features, nennt es wie ihr es wollt, die man jetzt so auf LS-Karten noch nicht gesehen hat, beziehungsweise selten gesehen hat, beziehungsweise in der Form noch gar nicht gesehen hat. Ist auf jeden Fall eine sehr hochinteressante Karte. Das muss man hier vorweg schon mal sagen. Aber kommen wir erstmal zu den Hardfakten. Also, wir haben hier zwei Inseln, deutsches Setting im Endeffekt mit dazu. Wir haben 63 Felder, da sind Wiesen und alles mit inkludiert. Feldergrößen meist klein bis mittelgroß, arg große Felder gibt es hier nicht, ist dementsprechend auch eher für kleine bis mittelgroße Maschinen ausgelegt, das Ganze. Wir haben 8 Produktionen mit der BGA am Start mit dazu, unter anderem halt eine BGA, eine Getreidemühle, eine Bäckerei, eine Molkerei, Stoffproduktion, Ölmühle, Schreinerei, Schneiderei und ein großes Gewächshaus. Ihr könnt hier auch noch das Forst-Addon mit aktivieren, da habt ihr dementsprechend noch ein bisschen mehr Zusatzfeatures dazu, die ihr hiermit nutzen könnt. Ich habe es jetzt nicht aktiviert, das nur vorab gesagt. Verkaufsstellen, je nach Zählweise bis zu 12 Stück, ist auf jeden Fall eine ganze Menge mit dabei. Daran sollte es jetzt nicht scheitern. Multifrüchte haben wir hier auch noch mit am Start. Ihr seht einmal hier Triktikale, dann haben wir hier einmal Feldgras und einmal den Roggen. Also drei zusätzliche Produkte sind hier noch mit am Start. Wir haben auch Ackerfrüchte. Wir haben auch Multiprodukte hier mit am Start, wie ihr seht. Ne? Also der Roggen hier, Brot vom Vortag, Schokomilchpalette, Erdbeermilchpalette, Kakaopuder, Spiel- und Sportrasen, Kiste mit Süßgebäck, kleines Brot und so weiter und so weiter. Also auch das in dem Falle hier schön mit erweitert mit drinne. Ansonsten stehen euch ganze 6 Höfe, richtig, 6 Höfe zur Verfügung. Der Haupthof ist hier oben einmal auf Sektor 71, dazu gehören euch ebenfalls auf Schwierigkeitsgrad einfach, Feld 15, 16 und 14. Mit dazu die weiteren Nebenhöfe sind auf Sektor 72, 73, 74, 75, 76. Dabei ist zu beachten, dass Sektor 75 und Sektor 76 mehr oder weniger Ausnahmen sind, denn auf Sektor 75, seht ihr hier, habt ihr einfach nur ein Farmhaus, könnt ihr theoretisch wegreisen oder euch dort einen eigenen Hof in dem Falle noch mitbauen, je nachdem wie euch das Ganze geliebt ist. Das kostet euch auch nichts, also Sektor 75 ist für euch kostenlos. Und Sektor 76, seht ihr hier, beinhaltet an sich keine aktiven Gebäude. Da sind Ruinen drauf, die könnt ihr abreißen und könnt dort dementsprechend auch einen neuen Hof bauen. Kostet euch aber in dem Falle 115.000 Euro. Ne? Und der Rest ist soweit Standard. Alle Höfe unterscheiden sich voneinander, einmal was die Funktionalität angeht, von Tierstellen und Optik und Co., haben aber natürlich trotzdem an sich ein ebenes Bild, dass das Ganze soweit passt. Soweit, so klar, so schick, so schön. Wenn ihr es allererste Mal startet, startet ihr hier oben auf der Insel, sprich auf Sektor 71, an euren Stadthof mit dazu. Der sieht dann einmal so aus. Zu den Special Features komme ich gleich mal dazu. Wir schauen uns erstmal hier den Stadthof an. Ihr seht schon, wir haben die Möwen, die schreien dementsprechend hier mit rum oder gackern mit rum oder je nachdem, wie man das auch immer fachlich richtig sagt. Und hier kommen wir dann dementsprechend auch schon zu unserem ersten Haupthof. Der ist natürlich ausgestattet im Sinne von Startequipment und Co. haben die anderen Höfe jetzt in dem Falle nicht mehr dazu. Ihr seht, das Startequipment ist relativ klein, reicht ja auch vollkommen aus. Ihr habt aber Saatmaschine, habt Düngerstreuer, Spritze und KKG alles mit dabei. Ihr könnt natürlich die Unterstände hier benutzen, linke Maustaste aufmachen, zumachen, Beleuchtung separat mit an- und ausschalten.
Flug, Grubber und Co. alles mit dabei. Ein paar kleinere Deko-Elemente hier mit drin. Traktoren stehen euch natürlich auch am Anfang mit zur Verfügung. Wie gesagt, ist halt klein, mittel, reicht ja auch vollkommen aus. Dann haben wir hier einmal das Farmhaus, da könnt ihr einmal schlafen mit dazu. Habt dann hier dementsprechende Geschichten an Stellen hier noch mit drin. Muss ich mal kurz im Flugmodus ausmachen. Seht, hier ist ein Hühnerstall, gleich mit integriert. Ihr seht, Hühner sind mit am Start. Habt dann hier einmal, wie gesagt, Silo mit dazu, ne, könnt ihr immer hier durchfahren, alles mit drinne. Ich finde die neuen Icons ganz geil, ihr seht das hier unten, ne, R für Futternapf füllen in dem Falle. Das wird nicht nur hier oben im F1-Menü in dem Falle angezeigt, sondern dementsprechend auch da mit unten dran. Das ist auch ganz, ganz cool von der Optik halt her. Ne, ihr seht hier, Fressnapf füllen, das ist jetzt hier für den Hund in dem Falle mit dazu. Zack, da kommt er auch schon, angerammelt, wirklich schön. Mit drin. Kann sein, dass das schon immer so da war mit irgendeinem Update. Ich habe es aber so ehrlicherweise gesagt noch nicht gesehen. Ich sehe das einfach mal als Pluspunkt. Kann aber sein, dass es Standard ist. Egal. Ne, ein zu viel verschenktes Lob kann eigentlich nie schlecht sein. So, dann haben wir hier einmal dementsprechend den Kuhstall. Ihr seht, die Kühe sind da auch mit drin. Lässt sich natürlich auch alles in dem Falle hier mit betreten. Habt dann hier gleich noch einen Kärcher mit am Start, um eure Fahrzeuge zu reinigen, wer da Bock mit drauf hat. Und das ist nicht nur einfach nur ein Kuhstall, sondern hat dann dementsprechend auch hier gleich noch ein paar Unterstellmöglichkeiten mit zur Verfügung. Inklusive halt hier gleich ein Güllefass mit dazu. Miststreuer, der schon mit Mist befüllt ist, wohlgemerkt. Ne, hier noch ein paar Ballen mit dazu. Gabel, Misttrigger, alles mit am Start, meine Damen und Herren. Und ihr könnt hier oben, ne, über die Leiter auch einmal hier hochgehen. Ne, und könnt dann hier dementsprechend auch noch Zeug mit einlagern, je nachdem, wie es euch mit beliebt ist. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. Habt dann hier noch Schneidwerk für den Drescher mit dazu außerhalb. Habt dann hier noch ein paar Unterstell. Möglichkeiten mit drin, habt hier noch ein paar Gewichte etc. etc. Könnt hier natürlich auch noch alles aufmachen. Dann seht ihr dann hier euren Drescher, habt dann hier Big Packs mit dazu für Kalk, für Hühnerfutter, für Saatgut und so weiter und so weiter. Also auch das alles hier mit am Start und könnt hier auch über die Leitern, hat alles Colli, könnt ihr hier hochgehen und seht, habt dann auch noch ein paar HD-Ballen, die hier mit eingelagert sind. Eine Liebe zum Detail, großartig, muss man wirklich sagen. Wirklich, wirklich schick schön. Ansonsten halt hier überall, ne, dementsprechend ein paar Anbaugeräte mit dazu. Und wenn wir einmal, komme ich jetzt so rein? Ne, natürlich nicht, muss ich wieder hier machen. Zack, zack. Wenn wir uns das Ganze einmal von oben anschauen, sehen wir, ne, ist schon relativ kompakt der Hof, aber es gibt halt trotzdem genug zu sehen. Ne. Ihr habt die Hühnerweide, die geht ja noch mit außerhalb mit dazu. Habt dann hier noch ein bisschen Grünfläche. Und was dann gleich hier drüben einmal mit anschließt, ist die BGA. Ne, habt ihr gleich an euren Starthof hier mit dran. Relativ klein, süß, kompakt, wie es halt so ist. Und habt dann hier außerhalb nochmal einen Schuppen, wo ihr dann bitte Grünland-Equipment mit dabei habt. Mähbalken vorne hinten, HD-Ballenpresse und so weiter und so fort. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Starthof für den Anfang. Umgeben von Einfamilienhäusern, slash Mehrfamilienhäusern mit dazu. Und hier gleich noch ein paar Verkaufsstellen, beziehungsweise eine Verkaufsstelle hier mit dran. Mit Deko-Fahrzeugen, Deko-Traktoren. Alles hier mit dran. Wirklich sehr, 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 sehr schön. So, wenn wir uns das Ganze mal kurz ein bisschen von oben anschauen, sehen wir ja logischerweise, wir haben Inseln, sprich wir haben hier ringsrum im Endeffekt Wasser. Ne? Und hier vorne seht ihr, da ist die Verbindungsstrecke mit dazu. Und ihr habt hier Windräder mit dazu. Ihr könnt auf der Karte Nebenbeschäftigungen, nenne ich es mal, nachgehen. Und zwar seht ihr ja, also wir sind jetzt, ich bin jetzt hier, ne? Der Blick ist hier rüber und hier haben wir ja Feld 5. Und dann habt ihr hier diese einzelnen Kreise noch dazu. Das sind die Windkrafträder oder Windräder, je nachdem. Ne? Und die könnt ihr separat kaufen und bekommt damit passives Einkommen. Ist ja logisch, ne? Die produzieren ja Strom, beziehungsweise in dem Falle Geld, oder der Strom wird dann zu Geld. Und dann könnt ihr euch die separat kaufen. Ihr seht, die kosten auch ein bisschen Geld, um die 700.000, je nachdem. Ne? Kosten auch unterschiedlich, je nachdem. Und damit könnt ihr euch passives Einkommen sichern, und indem ihr einfach nur das Land kauft. Das gibt es unten auf der zweiten Insel nochmal mit Ferienhäusern. Da kommen wir dann aber auch gleich nochmal dazu. Ist aber auf jeden Fall eine coole Idee. Somit stehen sie nicht nur sinnlos, in Anführungsstrichen sinnlos, als Deko rum, sondern ihr könnt damit noch proaktiv Geld verdienen. Ist doch großartig, oder? Bei den Feldern habe ich euch ja schon gesagt, 63 Stück an der Zahl, Wiesen sind damit inkludiert, sind ja immer mal wieder ein paar wildere Formen dabei, so mit ein bisschen abgerundet und so, ansonsten auch gut quadratisch praktisch gut mit drin, ist also auch relativ Giants-Helfer freundlich. Wenn wir uns dann einmal weiter hier nach oben begeben, haben wir hier dementsprechend noch eine
Getreidemühle mit dazu als Produktion. Auch hier gebäudetechnisch gesehen sehr schön mit Deko-Elementen, mit Sounds mit dazu. Ne? Jetzt nicht so unbedingt diese Standardgebäude, sondern alles ein bisschen individueller mitgehalten. Ne? Und dann könnt ihr hier Mehl- und Schweinefutter dementsprechend draus machen. Also auch eine ganz coole Sache. Ihr kommt auch immer, wenn es euch ans Meer zieht, könnt ihr auch immer dementsprechend mit hier hinterkommen. Das ist alles kein Problem. Und ihr seht auch hier, ich weiß nicht, wie sich das im Fachjargon nennt, diese Überflussgeschichten hier. Da seht ihr jetzt gerade, ist Ebbe, ne? Denn es gibt auf dieser Karte Ebbe und Flut. Dazu kommen wir dann gleich nochmal dazu, wenn wir eh mal hier vorne sind. Das müsst ihr nämlich mit bedenken, weil das schränkt euch, beziehungsweise das fordert euch in eurem Spielgeschehen ein bisschen heraus. Hier haben wir einen Nebenhof von den fünf weiteren, die ihr mit habt. Der hat jetzt hier ein bisschen mehr, der hat hier Schweinestall halt mit dazu. Ne, Fachwerkhaus mit Silo und allem drum und dran mit drinne. Ne, auch hier schön mit grün gehalten, schöne Bodentexturen hier mit Kantstein und alles mögliche, was hier immer dazu gehört. Sind natürlich jetzt nicht ausgestattet, ist klar, weil Nebenhof ist klar, aber ansonsten hier schönes Ding, könnt ihr wirklich dran, ja, euch dran aufhalten, könnt alles begehen, so wie es euch Bock habt, also gerade auch für RP-Spieler, wirklich ein Augenschmaus. Bewegen wir uns dann dementsprechend einmal hier rüber Richtung Übergang, beziehungsweise durch die Verbindungsgeschichten hier einmal mit dazu. Also, es gibt Ebbe und Flut. Die sind mit Zeiten, also mit Ingame-Zeiten verbunden. Um genauer zu sein, passiert das am Tag mehrmals. Ebbe ist von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags sowie von 18 Uhr abends bis Mitternacht. Die Flut ist dann wiederum von 12 Uhr mittags bis 18 Uhr abends und von Mitternacht bis 6 Uhr morgens. Ne? Und ihr wisst ja, Ebbe heißt Wasser geht zurück und Flut ist im Endeffekt Wasser kommt hoch. Das Ganze passiert hier in-game in Real-Time-Zeit. Heißt jetzt also folgendes, wenn wir jetzt 12 Uhr haben, dann kommt die Flut. Die Flut kommt aber nicht so bam 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 und dann ist es da, sondern die braucht 20 reale Minuten, bis die sich vollständig aufgebaut hat. Das könnt ihr nicht vorspulen und abbremsen, also ne, abbremsen könnt ihr es im eigentlichen Sinne, dass ihr es erlebt, aber ihr könnt das Ganze nicht vorspulen, das ist technisch scheinbar so nicht möglich. Wenn es jetzt 12 Uhr ist und ihr spielt zum Beispiel mit mal 1, ne, dann heißt das, ihr habt 12.20 Uhr in-game dann, logischerweise 20 Minuten Realtime, habt ihr dann die Flut und alles ist im Endeffekt, was ist alles, ne? Die Dinger sind dann hier überflutet und das Wasser ist dann einmal wieder nach oben. Ebenfalls gibt es noch einmal im Jahr das Szenario Land unter. Das passiert im Oktober in dem Falle und das dann auch mehrmals, ist dann aber nochmal in der Beschreibung von der Karte mit erklärt. Land unter bedeutet im Endeffekt, es ist eine Sturmflut. Ne, also es kommt halt viel Wasser und dann wird halt noch mehr überschwemmt, beziehungsweise das überschwemmt, was eigentlich so in der normalen Flut ja nicht passiert. Die Inseln sind ja so gebaut und die ganze Infrastruktur drauf, dass es nicht jedes Mal Land unter ist. Aber im Oktober ist Land unter. Das heißt, Felder werden überschwemmt, Zugänge und so weiter stehen komplett unter Wasser. Wichtig dabei zu beachten ist, dass eure Ernte keinen Schaden davon nimmt. Also wenn jetzt Sturmflut kommt und das Wasser drückt beispielsweise bis hier rein, es geht nichts kaputt. Ne? Es bleibt. Es ist technisch scheinbar nicht anders umsetzbar. Aber ihr solltet natürlich beachten, wenn ihr mit euren Maschinen arbeitet und ihr kommt zu sehr ins Wasser, die Maschinen saufen euch ab, gehen kaputt und so weiter und so weiter. Ne? Ist klar. Deswegen darauf achten. Kommt dann im Oktober, kann ich euch jetzt nicht zeigen. Aber das solltet ihr mal angeschaut haben, denn das ist wirklich cool. Plus, die Soundeffekte ändern sich dann auch. Also sprich, wenn am Wasser ist, habt ihr auch dieses Batsch, 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 Batsch und so mit dabei. Ne? Alles mit drinne, alles eine coole Sache. Deswegen, jetzt sind wir erstmal hier auf der zweiten Insel. Also ne, die Verbindungsstrecke hier ist jetzt begehbar, bei Flut dementsprechend nicht. Deswegen solltet ihr beachten, wann ihr wie wo rüberkommt. Ne? Klar. Dann sind wir hier immer auf der zweiten Insel. Hier haben wir dann einmal so einen wunderschönen Leuchtturm, haben dann hier dementsprechend da Verkaufsstellen, Produktionsstellen, die hier alle mit dran sind und natürlich auch noch die anderen Bauernhöfe, die ihr als Nebenhöfe mit agieren könnt. Habt hier jetzt zentral, wo ich bin, ihr seht, hier unten sind ein Haufen Punkte, euer Gewerbegebiet.
Gebiet, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Also hier sind viele Verkaufsstellen, hier ist Tierhändler mit dazu, hier ist euer Haupthändler. Ihr habt dann hier die Schreinerei, die Molkerei und Co. Das ist alles hier an diesem Hafengebiet einmal mit drangenommen. Ne? Und das ist alles eh mal zentral hier hingesetzt. Ne? Ihr seht, das ist unser Händler hier mit dazu. Das ist ganz cool mit drin. Und dann habt ihr hier einmal noch das Hafengebiet mit dran. Ne, wo ihr dann dementsprechend auch Dinge mit verkaufen könnt. Sieht sehr schön aus. Habt dann hier auch solche Bootsanleger-Geschichten mit dazu. Ne, ist natürlich jetzt hier alles ein bisschen Apple-mäßig mit dazu. Ist aber auf jeden Fall schön mit dran. Habt dann hier so ein kleines Schiff. Schiffelein mit drinne und so weiter und so weiter. Jetzt kommt es noch dazu, was ich gesagt hatte, dass ihr mit dem Platinum-Addon hier Dinge auch machen könnt. Ihr seht, hier ist eine Verkaufsstelle für 40 Fuß-Container im Hafen. Heißt also, wenn ihr mit dem Platinum, also, ist das, war das das Platinum-Addon? Also das Forst-Addon, ihr wisst, was ich meine. Ja klar, es war Platinum, das andere war ja Premium. Immer diese Namensdinger. Könnt ihr dann dementsprechend auch mit nutzen und könnt das Ganze hier am Hafen halt mitmachen. Ansonsten habt ihr hier einmal noch die Fläche, ne, für die Schiffe, Gedönsrad mit dazu. Ja, gehen wir bitte mit unten hier, ne, diese Wanted-Tafeln. Und diese Wanted-Tafeln, die sind da einmal Markierungen mit dran, wo ihr dann eure Sammelobjekte finden könnt. Also das heißt, ihr habt jetzt hier, ne, die sind jetzt noch leer, logischerweise, weil wir das erste Jahr noch nicht gefunden haben. Ihr habt jetzt hier einmal, ihr seht, das ist dieser Punkt. Bam. Und dann haben wir ja hier diese Box. Ne? Punktbox, so. Und da ist jetzt hier der Kreis. Und an diesem Kreis ist dann etwas von dem Sammelobjekt, was im Endeffekt gesucht wird. Ne? Das ist ganz cool gemacht, weil somit könnt ihr dann einmal eure Sammelleidenschaft, wenn ihr mal gerade gar nichts zu tun habt oder so, einmal ausgiebig erkunden. Und ihr kriegt dadurch nicht nur ein bisschen Kohle, sondern dementsprechend auch noch ein bisschen Spielspaß mit dazu. Ich zeige es euch jetzt natürlich nicht proaktiv, wo es liegt, ne, ist klar. Das solltet ihr dann ein bisschen selber finden. Aber da findet ihr dann Hinweise und Informationen, wo ihr Sammelobjekte auf der Karte mitfindet. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, habe ich so umgesetzt auch noch nie gesehen. Ne? Also, why not, why not. Ansonsten dient das Ganze halt hier dementsprechend als Verkaufspunkt mit dazu für die Container Richtung Festland. Ne, ihr seht ja so eine Route hier, so ein bisschen mit eingezeichnet und so weiter und so weiter. Aber Festland ist hier nirgendwo sichtbar. Davon mal ganz abgesehen. So, dann habt ihr hier, wie gesagt, Produktionsgeschichten, dies, das, so, Feuerwehrgebäude, gut, das sind so Standardgebäude, kennt man ja bereits soweit. Verkehrszeichen sind hier mit drin. KI-Leute latschen hier auch mit rum, muss man sagen. KI-Fahrzeuge habe ich hier keine gesehen. Kann aber auch sein, dass das an sich per se gewollt ist. Denn es gibt ja, wie heißen die? Es gibt doch hier auch irgendwo bei uns um Inseln, da sind keine Fahrzeuge erlaubt. Außer irgendwelche E-Fahrzeuge, wegen der Luft und so. Ich weiß noch gerade nicht, wie die Inseln heißen. Sylt war es auf jeden Fall nicht, da fahren zu viele Porsches und Bugattis rum. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und somit kann das auch hier generell eine autofreie Zone sein, ne? Beziehungsweise halt nur für die Bewohner. Ein bisschen. Deswegen ist hier alles eigentlich ganz gechillt mit dazu. Ansonsten, wenn wir uns hier weiter auf der unteren Insel mit rumschauen, seht ihr, ne, alles easy. Wie gesagt, das ist dann hier mit Wasser und Co. Wenn es denn soweit ist, jetzt alles leer bei Apple, dann haben wir hier zum Beispiel den Hof, den ich euch angesprochen habe. Der ist kostenlos, ne? Sektor 75 hier mit dazu. Habt ihr dann hier so eine alte Halle oder Unterstände mit dazu. Aber ihr könnt halt, wenn ihr sagt, jo, brauche ich nicht, könnt ihr einfach zack, abreißen und könnt das dann dementsprechend neu bauen. Je nachdem, wie es euch geliebt ist. Ne? Das ist alles soweit kein Problem. Könnt ihr größtenteils hier alles wegmachen. Na, auch was die Deko-Elemente mit angeht. Und könnt euch dann hier euren eigenen Hof mitbauen. Und das gratis. Why not, ne? Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Mal abseits davon, dass der Starthof, den ihr habt, natürlich auch schon mehr als gut ausgebaut ist. Noch ein bisschen zur Dekoration. Draußen fahren Schiffe rum. Na, die haben jetzt per se an proaktiv keine Bedeutung, aber sind halt da. Und hier unten, Entschuldigung, Stimme. Was ich euch angekündigt habe, beziehungsweise gesagt habe, ist das zweite Ding, wo ihr Geld verdienen könnt. Und zwar mit den Ferienhäusern. Ne, das sind die nämlich. Die sind alle einmal separat hier mit dazu. Zack, 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 zack. Einfach alle einzelne Sektoren. Kosten auch unterschiedlich, aber immer mindestens über 100.000. Und ihr seht, hier habt ihr
Dementsprechend Verkaufspunkte. Ferienhaus Windrose, Ferienhaus Dorfleben, Ferienhaus Christoph, bla bla bla. Denn diese Ferienhäuser könnt ihr beliefern mit Brot, mit Kuchen und Co. Weil die Leute, die ja dort wohnen, hätten ja auch gerne was zu essen. Und da freuen die sich natürlich definitiv drüber, wenn ihr da auch ein bisschen was anliefert. Und das sind solche ganz kleinen, seht ihr das hier? Da kommt ihr nicht mal ran. Das müsst ihr mit der Hand machen und dann dementsprechend dort ablegen. Und das ist mal eine coole Geschichte. Ihr kriegt also A, passiv Einkommen durch die Ferienhäuser und könnt dann dementsprechend auch noch, wenn nicht viel, aber ne, könnt dann hier auch Brot und Co. und alles mit anliefern. Und das macht ja auch von der Logik her in dem Falle Sinn. Und diese einzelnen Ferienhäuser haben alle eigene Namen, sind dann als eigene Verkaufsstellen bzw. als eigene Sektoren, eigene Geldgenerierungsgeschichten mit dazu. Coole Sache, ihr könnt hier auch Rasen mähen, ne? Und könnt das Ganze dann hier mit verkaufen. Da freuen sich die Leute definitiv auch mit drüber. Ne? Da, das ist alles auf jeden Fall eine sehr, sehr schnieke Geschichte. Dafür habt ihr das Ganze nämlich unten. Verkaufsstelle, Biobau immer mit dazu, die hier noch mit integriert ist. Das ist so eine Art KI-Hof, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Das sind natürlich noch Deko-Elemente. Ihr könnt hier unten in dem Falle auch nichts machen. Aber so eine Art Bauernhof, kleine, der so ein paar kleine Felder hier mit drin hat. Coole Sache. Ne? Wirklich sehr, sehr coole Sache mit dazu. Hab dann auch hier zum Beispiel solche Geschichten, Fußweg, Radweg mit dazu. Könnt ihr natürlich mit eurer Maschine betreten. Ne, seht ihr auch, dass die Leute dann dementsprechend hier langlatschen. Ne, mit dazu. Und hab dann hier, gibt ja auch Fahrräder als Mod, ne, könnt ihr halt hier einfach mit dem Fahrrad durcheimern. Ne, und seid dann hier so ein bisschen mit am Strand. Also für RP-Spieler ist die Karte mehr als perfekt mit geeignet, muss man wirklich sagen. Hier ist so viel Detail. So viel Liebe fürs Detail so rum mit reingesteckt worden. Wirklich krass. Also wirklich, wirklich krass. Muss man einmal mit dazu sagen. Dann haben wir hier ebenfalls noch einen Nebenhof. Ne, den nur mal kurz hier einmal mit überflogen. Habt ihr auch wieder Tierstelle und alles mit dran. Ist, glaube ich, der größte von den ganzen Sektoren. Jedenfalls so für meinen Eindruck gewesen. Ne, die anderen sind jetzt auch nicht klein, aber das ist so von der Fläche her insgesamt mit der größte hier. Steht auch immer vorne mit dran, was es im Endeffekt für einen Hof mit ist. Ne? Und dann haben wir jetzt hier oben noch diesen verlassenen Hof, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Der ist dann hier einmal schön mit drin. Zack. Ne? Könnt ihr auch abreißen, wenn ihr das wollt. Und könnt dann hier was Neues halt mit draus machen. Ne? Könnt das natürlich auch bodentexturtechnisch gesehen, also ne, übermalen und so weiter und so weiter. Das ist in dem Fall alles gar kein Problem. Thema übermalen bzw. Mods technisch gesehen. Ihr seht, die Map hat selber ein eigenes Mod-Ding mit dazu, was so ein Trailer hier mit angeht. Bio-Silage, IPC habt ihr hier mit dabei, das für Kakaobutter und den Brot vom Vortag. Genauso habt ihr dann einmal im Baumenü dementsprechend noch ein paar Gebäude-Elemente mit dazu. Auch die ganzen Fahrsilo-Elemente, wenn ihr halt eure Höfe dann logischerweise nochmal selber nachbauen wollt. Daran wurde auch mit gedacht. Habt dann hier noch Silageproduktion mit drin, habt die Getreidemühle mit dazu, habt nochmal eine BGA. Also auch das alles mit drin, die eigene Tierstelle. Also was ist die eigene, die Tierstelle, die hier mit drin sind, sodass ihr euch halt wirklich einmal komplett in dem Falle hier mit austoben könnt. Und auch die Bodentexturen zum Malen, wie ihr seht, sind hier deutlich erweitert worden. So dass ihr, wenn ihr eure eigenen Höfe baut und Co., dass ihr das Ganze hier alles mal so mitmachen könnt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und das ist, wie gesagt, jetzt nur ein ganz kleiner Bruchteil, ein ganz kleiner Einblick auf diese Karte, die, ich muss durchaus sagen, relativ unerwartet war. Sie war zwar angekündigt, ohne Frage, ne? Aber so in dem Ausmaß, Respekt, muss man sagen. Achso, hier für die Baumschubser, Entschuldigung, falls ich euch vergessen habe. Waldgebiet gibt es auch noch für euch. Ne? Aber ich glaube, ihr habt hier mit anderen Dingen deutlich mehr zu tun als wie mit den Dingern. So oder so eine wirklich, wirklich schöne Karte. Das Insel-Setting wirklich mal, ja, auch richtig umgesetzt. Also inselmäßig mit Ebbe, mit Flut, mit Sturmflut, mit allem, was so halt dementsprechend drumherum gehört. Ne? Mit tollen Features, die man jetzt so auf Karten selten bis noch gar nicht gesehen hat. Ne? Also da muss man No-Modding mal wirklich sehr hohe Anerkennung aussprechen. Das ist ein Brett. Das ist wirklich ein Brett und das kann mit Karten, sei es jetzt die Ellerbach, die Offlum oder von mir aus auch die Deutschlandkarte und Co. mithalten. Das kann wirklich mithalten. Ne? Auch wenn alle Karten unterschiedlich sind und sich hart voneinander per se unterscheiden. Aber so von der Feature-Dichte her und von allem drum und dran ist eine sehr stimmungsvolle Karte. Also muss man wirklich sagen,
Da kann man NoModding nur größten Respekt dafür aussprechen und natürlich auch Danke sagen, dass sie das hier gemacht haben. Krass, wirklich krass. Wenn wir uns dann noch den lila Lok mit anschauen, ist das soweit auch okay? Ich habe hier Paletten, Big Pack Store, DDS, irgendwas kann er da nicht finden. Also irgendeine Textur. Bringt euer Spiel jetzt nicht um, ne? Steht halt mit drinne. Gut, ist minimalistisch zu halten. Dann haben wir hier oben noch weiteres Zeug mit drinne. Das kommt allerdings alles davon, dass ich das Platinum Addon, also sprich das Forst Addon, nicht mit drinne habe. Will ich jetzt nicht als Fehler ansehen, weil im Endeffekt, wenn ihr es aktiviert habt, ist es halt drinne und fertig aus Mickey Mouse. Dann habt ihr halt diese Types mit dazu, die halt aus den Addern halt kommen. Wenn ihr es nicht habt, bringt es euch auch nicht um. Prinzipiell kann man sagen, Lock ist soweit gut. Wie gesagt, bis auf das eine Textur-Ding hier, das kann man noch fixen. Aber ansonsten sieht das soweit erstmal sauber aus. Den Rest werdet ihr dann selber merken, wenn ihr proaktiv auf der Karte spielt. Es kann immer mal wieder irgendwas sein. Meldet zum Mod-Up und dann wird es gefixt. Ne? Da bin ich mir doch relativ sicher. Die Karte selber hat ungefähr 510 MB. Da kommen die Zusatzmods noch mit dazu. Ne? Ist aber auch soweit ein Leichtgewicht. Kein Ruckeln, kein Zuckeln. Also ihr müsst nicht mal einen Shader-Cache großartig vorher hier durchladen. Ist alles sehr performant. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.